Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Und heute ist mal wieder das Replay of the Week am Start. Und dabei habe ich mir den Tier 8 Schweden Udes 03 rausgesucht. Karte ist Prokhorovka und er ist hier mit Tier 9er, 8er, 7er Gefecht. Und ja, mit seinem 8er natürlich mit Tier. Oh, da sieht man mal, wie hoch die Kanone eigentlich kommen kann. Also nach oben ist gar kein Problem. Nur nach unten. Da hat sie dann ihre Probleme, wie man jetzt direkt sieht. Das ist nämlich Maximum in der normalen Situation. Nur durch diesen Feuermodus kann er das dann dementsprechend ändern. Aber er ist halt schön schnell. Das ist das, was den Panzer eben ausmacht. Und da wird er jetzt in den Feuermodus gehen. Sieht man ganz schön an diesem Modus. Und zack, da hebt er das Popöchen. Und jetzt kann er dementsprechend so wirken, wie er es braucht. Schaut einfach immer wieder super cool aus. Und da geht jetzt schon der erste auf mit dem T10. Trifft auch schon. Durchschlag 288 mit normal, 330 mit Premium. Also da braucht man nicht großartig zielen, in Anführungszeichen, weil jeder Treffer ist eigentlich ein Schaden, sofern der Winkel auch passt. Also das ist immer sehr, sehr cool bei dem Panzer. Und jetzt denkt er sich, na, da drüben, da ist es nicht mehr so geil. Geh mal halt auf den Emil oder den T29, der da noch viel schöner steht. Und man kann halt mit diesen Schweden unglaublich wirken. Kurzes Auto-Aim drauf gemacht. Damit hat er sich ein bisschen leichter getan in dem Augenblick. Schön mitgedacht. Da jetzt den T28 Gott auch einfach nur am Turm ein bisschen streicheln, sage ich mal, und dann klappt es auch schon. Er kann hier halt jetzt echt wirken nach Belieben. Das ist natürlich ideal. Besser geht's gar nicht. So, der AMX da hinten. Aber der ist dann auch so ein bisschen am Zucken. Den kriegt man da ganz schwierig rein. Ah, jetzt hat er da gerade kein Ziel mehr. Die sind da auch alle ganz schön passiv. Oh, T28 wieder. Und der kommt jetzt immer weiter vorangefahren, aber der hat natürlich da kaum eine Chance. Und jetzt mit dem nächsten Schuss wird er da auch rausgenommen. Jo, und genauso ist es. Also der Durchschlag ist halt einfach pervers. Der T29 da hinten, der bewegt sich extra nicht, dass er nochmal die Chance bekommt und ihn mit dem nächsten Schuss rausmachen könnte. Nein! Aber jetzt verzieht er. Jetzt in dem Augenblick hätte er es gebraucht, da wirklich den Treffer zu machen. Der zweite Kill wäre jetzt langsam mal fällig. Und jetzt geht er erstmal in den Fahrmodus wieder. Mal schauen, was er da jetzt vorhat. Ja, kurz mal hier umgestellt, dass er da besser in die Mitte wirken kann und ab in den Feuermodus. Und jetzt, oh, jetzt schießt er zwischen den beiden sozusagen durch. Aber der T32, der ist jetzt sehr schön ganz frei für ihn zu beschießen. Das ist jetzt null Problem. Der nächste, der sollte auf jeden Fall auch noch durchgehen, aber er geht jetzt erstmal auf den AMX. Also dem sind hier die Kills in erster Instanz nicht wichtig, sondern der will einfach nur Damage anbringen. Aber da hat er sich jetzt ein bisschen verleiten lassen. Ich hätte jetzt auf den T32, wäre ich da drauf geblieben, weil das wäre ein sicherer Schaden in dem Augenblick gewesen. Schade, dass er den jetzt so nicht machen konnte. Der Emil 1 da hinten. Bisschen vorhalten. Oh nee, jetzt prallt er da ab. Das gibt's doch gar nicht. Oh, ja, ich wollte gerade sagen, der schaut gut aus. Hat er da blind getroffen auf die Distanz. Ideal.
So, der AMX 5000 da jetzt auch noch. Jetzt kommt der T32. Ja, schade. Da kriegt er zwar nicht den Kill, aber den Damage hat er doch noch einfahren können. Und der Jagdpanther zieht sich hier zurück. Aber auch der bekommt jetzt direkt auf die Mütze. Fährt er so schnell als möglich rückwärts. Aber der Deutsche ist da halt auch kein Meister drin. Und wir sehen, unerbitterlich kriegt er hier den Schaden beim nächsten. Nein! Ich dachte, da macht er ihn jetzt weg. Das gibt's ja nicht. Bleibt er bei 2 Kills hier noch hängen. Und es steht 7-9, also das ist auf jeden Fall noch nichts irgendwie klar. Hier der T54. Und da geht er jetzt in den Fahrmodus. Auto-Aim ist drin, aber er kommt halt kaum nach unten mit der Kanone. Aber ja, besser hätte es nicht laufen können, dass er da sozusagen in dem Augenblick vorbeifahren kann und ihm da die Flanke zeigt. Sehr schön. Ja, besser hätte es jetzt hier in dem Augenblick nicht laufen können. Jetzt wird er ein bisschen hier bewegt und ein bisschen zickzack gefahren, dass auch die Arti nicht trifft. Und ich glaube, jetzt geht es an die alte Stelle. Feuermodus ist aktiv. Ah, T29. Und im Feuermodus ist man halt unglaublich langsam. 5 km/h, mehr ist nicht drin. Deswegen, selbst kurze Strecken zum Überwinden machen in dem Feuermodus gar keinen Sinn. Ah, da wollte er natürlich jetzt schnell den Schuss rausbekommen. Aber das hat ja nicht geklappt, deswegen... Ich glaube, er fährt wieder da oben hin. Um auch mit seinem Fernrohr da ein bisschen zu arbeiten. Und jetzt mit bisschen... Oh, wo ist er? Da ist er. Ja! Da hat er gut gezielt. Der war schön, der Treffer. Der war verdient und der war gut. Und da steht 10-12... So, und jetzt wieder hier den Busch ausnutzen. Hinten kommt jetzt der AMX 30. Wir stehen jetzt hier alle beieinander. Da vorne ist der T29. Kommt jetzt vor ihm da entgegen. Muss er aufpassen. Aber natürlich ist das Schlimmere der AMX. Und jetzt bekommt er nochmal einen. 328er Treffer. Und da macht er ihn jetzt schön raus, ideal. Einen Schuss hat er noch mit Normal, danach geht es mit Premium weiter. Aber der T29 steht ideal seitlich und da kann er auch den rausnehmen. Und jetzt ist es ein 12-13. Wobei hier hinten noch der erst bei sich in der Basis sein dürfte. Der Jagdpanther kann ich mir nicht vorstellen, dass er nur durchgefahren ist und die Arti auch weniger. Also der erst müsste da wohl jetzt in der Basis stehen. Feuermodus wieder. Und jetzt ein bisschen, da ist er auch schon. Zack, sehr gut. Decapped. IS sieht ihn auch gar nicht. Keine Chance hier, da jetzt dagegen was zu tun. 423er Treffer. Und noch einmal. Und dann macht er den auch weg. Da sieht man mal wieder immer, Captain ist situativ nicht immer das Beste, wie hier zu sehen. Oh, jetzt ist aber dann Treffer vom Jagdpanther auf den AMX eingegangen. Aber der Jagdpanther, haben wir gesehen, der braucht auch nicht mehr viel. Und er hat hier noch 1000 Hitpoints. Oh, da haut ihn der GW Tiger jetzt den AMX raus. Und damit ist es jetzt unnötig schwer, weil jetzt hat er 2 Gegner. Aber den Krieger hat er sicher. Die Radley Walters, die könnte hier noch kommen. Da ist jetzt der Jagdpanther. Da braucht er jetzt auch nicht unbedingt in den Feuermodus gehen. Macht er aber trotzdem. Ja. Schnell in den Fahrmodus und weg hier. Weil die Arti natürlich auch dementsprechend böse jetzt gerade ist. Und jetzt ist es ein One-on-One. Udes gegen die deutsche Arti. Im patriotischen Sinne sind wir jetzt natürlich eigentlich für die Arti, aber im spielerischen Sinne
würden wir ihm hier gönnen, da jetzt zu gewinnen. Also GB Tiger P gegen Udes 03. Da schauen wir mal, wie es jetzt ausgehen wird. Also man kann übrigens auch im Fahrmodus, hat man vorher gesehen, auch schießen. Also der Feuermodus gerade eben, das Rohr kriegt man weit genug hoch, wäre meines Erachtens nicht notwendig gewesen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist die Arti? Er will jetzt hier mit seinem Fernrohr arbeiten, aber da geht nichts aus. Und er kriegt auch schon hier den Applaus seines Teams so gesehen. Aber die Arti will sich vielleicht dem Schicksal noch nicht ergeben. Da ist er auch schon. Da hat er jetzt gut getan, da jetzt nicht direkt die Konfrontation zu suchen, weil das wäre natürlich jetzt unangenehm, da jetzt so zu wirken. Muss aufpassen, dass er da jetzt nicht getroffen wird. Jetzt wird es wirklich nochmal sauspannend mit den beiden. Und jetzt geht's rein in den... Er ist offen. In den Fahrmodus schnell gewechselt. Jetzt hat er geschossen, jetzt ist es seine Chance. Da muss er jetzt die Situation ergreifen und muss jetzt die Arti wegmachen. Schuss ist raus, er hat jetzt alle Zeit der Welt, da geht's ja auf. Und da sieht man, jetzt kommt er nicht runter, deswegen muss er hier ein bisschen arbeiten. Erster Treffer hat gesessen. Jetzt im Feuermodus. Arti ist immer noch im Reload. Das heißt, jetzt einfach schön abdrücken und die Runde beenden. So soll es sein. Super tolle Runde mit über 9047 Schaden am Ende und 2126 XP. Für mich verdient das Replay of the Week. Wenn ihr dem auch so zustimmen würdet, dann lasst einen Daumen da oder auch einen Kommentar bzw. ein Abo immer gern genommen. Vielen Dank auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.